Im BWL-Studium ist es super wichtig, dass du bereits so früh wie möglich anfängst, durch Praktika erste Arbeitserfahrung zu sammeln, da du so zum einen besser herausfinden kannst, wo du nach dem Studium einsteigen möchtest und weil zum anderen auch für die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten nach dem Studium meistens bereits Praxiserfahrung vorausgesetzt wird. Jetzt stehen allerdings viele Studierende vor dem Problem, dass bereits für Praktika vorausgesetzt werden und es deshalb ziemlich schwer ist, das allererste Praktikum zu finden, und genau dafür möchte ich dir in diesem Video drei Schritte vorstellen, mit deren Hilfe du es schaffen wirst, in deinem BWL-Studium ein erstes sehr gutes Praktikum zu bekommen. Ich selbst war zum Beispiel in den ersten Semesterferien direkt im Praktikum Nummer 1 bei einem führenden Dienstleister im Leasingbereich. Praktikum Nummer 2 war ich im Vorstandsstab von einer der größten Banken der Welt als Praktikant. Das heißt, es ist wirklich nicht unmöglich, bereits sehr früh im Studium sehr, sehr gute Praktika zu bekommen. Und den Vorteil, den du dann hast, wenn du bereits früh sehr gute Praktika absolvierst, ist, du kannst dich eben immer weiter hocharbeiten und hast eben so die Chance, bereits während dem Bachelor absolute Top-Praktika zu absolvieren, wie beispielsweise bei großen Investmentbanken oder Strategieberatungen, die du ansonsten, wenn du erst sehr spät im Bachelor oder vielleicht sogar erst im Master mit deinen Praktika anfängst, niemals während deiner Studienzeit bekommen wirst. Und nach dem Studium noch Praktika zu absolvieren, ist sehr, sehr schwer, weil die Unternehmen eigentlich nur Praktikanten einstellen, die auch gerade noch im Studium sind. Von dem her unbedingt hier aufpassen. Der erste Schritt ist, dich erstmal gründlich zu informieren. Das bedeutet zum einen, informiere dich über die Jobmöglichkeiten nach dem BWL-Studium. Ja, du bist als BWL-Studierender super breit aufgestellt und kannst von Marketing über HR, über Controlling, über Beratung, über Banking, über Asset Management sehr, sehr viele Berufe nach deinem Studium ausüben. Und je früher du eben weißt, in welchem Beruf oder in welche grobe Richtung es für dich nach dem Studium gehen soll, desto früher kannst du eben damit beginnen, mit den entsprechenden Praktika hier schon ein sehr, sehr gutes Fundament zu bauen. Wie kannst du das machen? Zum einen kannst du auf jeden Fall, falls du mich noch nicht abonniert hast, meinen Kanal abonnieren. Hier oben verlinke ich dir zum Beispiel eine Playlist, wo ich oftmals Interviews führe mit Leuten aus verschiedenen Berufsbildern. Da kannst du auch so ein bisschen die Berufsbilder kennenlernen. Du kannst natürlich auch bei dir an der Uni auf Veranstaltungen gehen, wo irgendwelche Unternehmen hinkommen, kann sich da mit den Unternehmensvertretern austauschen. Also nimm wirklich so viele Möglichkeiten wahr wie möglich, um dich darüber zu informieren, wo du später arbeiten möchtest. Was du dann nämlich machen musst, wenn du so schon mal grob weißt, in welche Richtung es bei dir nach dem Studium gehen wird, ist, dass du dich darüber informierst, wie man denn in diese Jobs hineinkommt. Nehmen wir beispielsweise mal Unternehmensberatung. Wenn du nach dem Studium in einer Unternehmensberatung einsteigen möchtest, und während im Studium noch absolut keine Berufserfahrung in diese Richtung gesammelt hast, dann wird es sehr, sehr schwer oder eigentlich unmöglich, bei einer der Top-Unternehmensberatungen einzusteigen, wo du zum einen gute Ausstiegsmöglichkeiten hast, wo du zum einen wahrscheinlich auch das meiste Gehalt verdienst, wo du zum dritten die spannendsten Projekte hast und so weiter, weil die nehmen natürlich lieber Leute, die bereits während dem Studium gezeigt haben, dass sie sich A dafür interessieren und dass sie B auch die Skills und Fähigkeiten haben, die du als Berater im täglichen Alltag benötigst. Und daher ist es wichtig, dass du eben schaust, okay, wie muss ich denn vorgehen, um in diese Berufe hineinzukommen? Also was für Praktika muss ich absolvieren, um da bei den Top-Arbeitgebern reinzukommen? Der eine Punkt ist, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dich einfach mal auf LinkedIn umzuschauen. Ja, mach dir einen LinkedIn-Account, auch dazu blende ich dir hier oben mal ein Video ein. Da kannst du einfach schauen, was haben andere Leute für Praktika gemacht, die vielleicht auch an der ähnlichen Uni studiert haben wie ich, die heute bei dem Unternehmen X, bei dem Unternehmen Y, also bei den Branchenprimussen in der jeweiligen Branche arbeiten. Der zweite Schritt ist, dass du beispielsweise ältere Studierende um Rat fragst, ja, die du beispielsweise von dir aus Unis, von irgendwelchen Initiativen kennst oder so, und da einfach mal fragst, hey, wie sieht es denn aus, was für Praktika muss ich machen, um in diesen und jenen Bereich zu kommen? Und was du als dritte Möglichkeit auch noch machen kannst, ist einfach mal hier unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link zu klicken und dich kostenlos bei uns bei karrierefreund.de zu bewerben, weil in unserem Elite-Coaching beispielsweise kannst du dich halt die ganze Zeit mit Jonas und mir nochmals ausführlich austauschen. Wir haben da super Übersichten für das und das Ziel, das und das Praktikum, das und das Unternehmen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter. Und du kannst dich halt nochmals mit uns in den Live-Calls austauschen. Wie gesagt, wenn du darauf Lust hast, findest du unten in der Videobeschreibung direkt den Link, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Dann, wenn du dich informiert hast, wo du hin möchtest und wie du da hineinkommst, ist der Schritt Nummer 2, du musst Stellenangebote finden. Ja, bei den Stellenangeboten ist es so, du kannst dir das ein bisschen so vorstellen,
Je exklusiver das Stellenangebot, sprich je weniger Leute es sehen, desto besser im Optimal, desto besser einfach. Denn sehr wahrscheinlich, wenn es weniger Leute sehen, bewerben sich dort auch weniger. Also mit allerniedrigster Exklusivität haben wir einfach die ganzen Online-Portale, wie zum Beispiel StepStone, wie zum Beispiel Monster oder so. Wenn du da einfach mal Praktikum, Controlling und deine Stadt eingibst, vor allem wenn du in einer größeren Stadt studierst, dann wirst du da direkt einen Haufen Angebote finden. Das Problem ist natürlich, sehr viele andere Studierende werden diese Stellenausschreibung ebenfalls sehen und sich ebenfalls dort bewerben. Aber wie gesagt, das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, wo du dann ein bisschen mehr Exklusivität schon mal dabei hast, ist beispielsweise, wenn du bei dir an der Uni dich bei irgendwelchen Initiativen engagierst, wie zum Beispiel im Börsenclub, irgendeine Association oder was auch immer. Diese Initiativen und so weiter haben meistens auch eigene Stellenportale. Oftmals hat auch zum Beispiel der Career Service der Universität eigene Stellenportale. Entweder kann es sein, nur du als eingeschriebener Student kannst darauf zugreifen, manchmal können auch andere Studierende darauf zugreifen, aber all diese Stellen, die jetzt nicht in diesen komplett öffentlichen Stellenportalen sind, die absolut jeder benutzt, wie zum Beispiel StepStone, wie zum Beispiel Monster. Wenn du dich dort auf Stellen bewirbst, die dort ausgeschrieben sind, ist eben die Wahrscheinlichkeit höher, dass die nicht eben absolut jeder andere auf dem Schirm hat. Von dem her, schau auf jeden Fall mal bei dir im Netzwerk, wo gibt es irgendwelche Angebote von Stellenportalen oder so, wo ich mich vielleicht bewerben kann, die jetzt nicht jeder andere Studierende auch auf dem Schirm hat. Und die dritte Möglichkeit von Stellenangeboten, wo du wirklich ein Maximum an Exklusivität hast, sprich, die sieht eigentlich außer dir und den anderen Leuten, die da eben in diesem Netzwerk mit dabei sind, niemand, sind zum Beispiel Stellenangebote im Intranet von Stipendien. Ich bin zum Beispiel bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, mein Stipendium, und da werden im Intranet sehr viele Stellenangebote ausgeschrieben von unseren Partnerunternehmen mit einem persönlichen Ansprechpartner, und die sieht eben nur jemand, der Stipendiat bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft ist. Genau das gleiche zum Beispiel Talentpools. Ja, wir von Karrierefreund haben auch einen eigenen Talentpool, den wir immer weiter ausbauen. Da kannst du dich komplett kostenlos bewerben und kannst auch kostenlos in diesen Talentpool rein, wenn das eben von deinem Profil her passt. Und wenn du in solchen Talentpools drin bist, dann kriegst du eben auch Stellenausschreibungen, die sonst niemand bekommt, oder Einladungen zu Workshops oder sonst was. Und warum Unternehmen sowas überhaupt machen, ja, warum die das nicht einfach zum Beispiel auf StepStone alles ausschreiben und gut ist, ist, sie haben dadurch weniger Personalaufwand, ja, weil sie eben wissen, okay, in den Talentpools, in den Stipendien, da sind echt nur Top-Leute drin, sprich, da sind genau die Leute, die wir haben wollen. Und dadurch müssen sie dann eben nicht mehr so viele Bewerber quasi durchsieben oder ablehnen, weil sich nicht 10.000 Leute bewerben, sondern nur 40, die aber alle sehr gut sind. Sprich, sie haben viel weniger Personalaufwand, die irgendwelche Bewerbungen durchlesen müssen. Und für dich als Mitglied in so einem Talentpool oder in so einem Stipendium ist dann natürlich der Vorteil, du hast viel weniger Konkurrenz. Natürlich ist diese Konkurrenz sehr gut, aber im Endeffekt ist es immer noch weniger Konkurrenz und du kannst dich eben auf Stellen bewerben, die du sonst nirgends haben würdest. Wie gesagt, kann sich bei uns einfach mal komplett kostenlos für unseren Talentpool anmelden. Dann als dritten Schritt, den du machen solltest, nachdem du dich informiert hast und nachdem du gute Stellenangebote gefunden hast, ist, dich einfach mal zu bewerben und die Messlatte wirklich hochzusetzen. Ja, weil der Fehler, den ich viele Leute irgendwie machen sehe, ist, anstatt sich einfach mal zu bewerben, machen sie sich lieber irgendwie tagelang Gedanken darüber, welches Praktikum denn so optimal ist. Ja, schaffe ich es, das und das ist mein Profil, ist das ein gutes Praktikum, schaffe ich es hier reinzukommen, bewirb dich doch einfach mal. Ja, natürlich gibt es ein paar Stellenangebote, wo du dich jetzt im zweiten Semester nicht unbedingt bewerben solltest, wenn du nicht ein absoluter Überflieger bist, wie zum Beispiel von den großen Strategieberatungen, wo klar drinsteht, muss im fünften Semester sein, sollte schon bereits Praxiserfahrung haben in der Beratung, in der Industrie oder im M&A oder sowas. Aber abgesehen von diesen Stellenausschreibungen gibt es einen Haufen Stellenausschreibungen, wo viele von euch wahrscheinlich denken, sie kommen nicht rein, aber du wirst es nicht herausfinden, bis du dich nicht beworben hattest. Ja? Ich war der Einzige von meinen Freunden, der irgendwie im ersten Semester bereits ein gutes Praktikum bekommen hatte in den ersten Semesterferien und im zweiten Semesterferien im Vorstandsstab von einer riesengroßen Bank in der Strategieabteilung. Das hätte eigentlich niemand gedacht, dass es klappt. Aber hätte ich mich nicht beworben, hätte es auch nicht geklappt. Ja? Aber du findest es halt nicht raus, ob es klappt oder nicht, bis du dich bewirbst. Natürlich brauchst du super Bewerbungsunterlagen. Dazu habe ich auf meinem Kanal schon oft mal was gesagt. Kannst dir gerne dadurch irgendwie selber zusammensuchen, wenn du da komplett auf Nummer sicher gehen möchtest, alles herausholen möchtest.
Meine wirkliche Empfehlung, geh auf karrierefreund.de, bewirb dich bei uns kostenlos. Vielleicht passt es, dass wir dich ins Elite-Coaching aufnehmen. Da erklären wir dir wirklich alles nochmal deutlich ausführlicher. Kannst dich nochmal mit Jonas und mir die ganze Zeit austauschen. Aber kannst dir natürlich auch selber irgendwie die Sachen beibringen und es selber machen. Aber wie gesagt, mit unserer Hilfe wird es einfach sehr wahrscheinlich schneller, einfacher und sicherer mit sehr, sehr guten Praktika klappen. Wie gesagt, das sind die drei Schritte für dich. Informier dich. Finde gute Stellen, Angebote und dann bewirb dich einfach, setz die Messlatte hoch, ja, überleg nicht tausendmal rum, reicht es hierfür, bewirb dich einfach und wenn du genug Bewerbungen rausschickst, wirst du genug Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekommen, wenn deine Bewerbungsunterlagen gut sind und wenn du weißt, wie du dich in den Vorstellungsgesprächen optimalerweise präsentieren solltest, wirst du auch einige sehr gute Praktikumsangebote bekommen. Wie gesagt, ehrliche Empfehlung, geh auf karrierefreund.de, bewirb dich bei uns kostenlos und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Woche. Dein David.